Ja, liebe Freunde, es geht weiter mit Amnesia Abduction. Schon so lange vermisst, jetzt geht es endlich mal wieder weiter. Und eins muss ich euch vorhin. Es ist 11.34 Uhr, Freunde. Normalerweise stehe ich immer später auf. Heute habe ich mir mal gedacht, ja, ich stehe mal etwas früher auf. Dann kann ich ja vielleicht so ein paar Parts aufnehmen. Weil ich im Moment eigentlich keine Zeit dafür habe. Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen und jetzt labere ich mich irgendwie durcheinander. Das ist so. Vor allem, ich habe überhaupt, jetzt sind Ferien und da dachte ich mir, ach, stehst du mal immer etwas früher auf. Nicht, dass das Ganze sich dann verschiebt. Irgendwann steht man dann erst um 2 Uhr nachmittags auf und dann ist gleich wieder abends. Und dann denkt man sich, ach nö, es ist auch schon wieder so spät. Jetzt will ich auch wieder nicht schlafen gehen. Und irgendwann geht man dann erst um 4 Uhr schlafen. Ja, Freunde, Amnesia ist krank. Amnesia hat Probleme, das Ding ist krank. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt die Grafikeinstellung erstmal aufs Allerniedrigste eingestellt. Ihr seht es hier. Oh, Pixel. Lecker. Hat alles damit zu tun, dass. Hier? War das hier? Nee, hier war das nicht. Das in irgendeinem Keller. Ich war da schon drinne. In irgendeinem Keller ist das hier voll am rumruckeln, sage ich mal. Da ist auch ein Monster drinne. Das ist das größte Problem. Das noch größere Problem ist, das Monster geht da nicht weg. Und das allergrößte Problem ist, ich weiß gar nicht, warum ich da unten rein muss, weil es da eigentlich überhaupt gar nichts Wichtiges gibt. Deswegen frage ich mich, was hat das alles für einen Sinn? Aber es ist wahrscheinlich die einzige Tür, die aufgeht. Es ist jedenfalls die einzige, die erste Tür, die ich getestet habe, dass so aufgeht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich gar nichts drin. Aber ich gehe da trotzdem erstmal rein und dann sehen wir weiter. Da höre ich auch schon etwas, was sich bewegt. Irgendwas bewegt sich dort. Haben wir denn hier überhaupt was? Ah, Zunderbuchse. Freunde, es ist irgendwie zu. Es ist zu dunkel. Da habt ihr schon gesehen, aber schon der erste Ruckler. Und das geht den ganzen Part so weiter, Freunde. Ihr müsst es entschuldigen, aber das will nicht. Amnesia hasst mich einfach. Das ist irgendwie so einfach. So, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal hier in die Tür rein. Wie gesagt, ich war hier schon. Ich kenne mich da schon so einigermaßen aus. Ja, da knallt wieder irgendwie sein Kopf gegen die Wand. Ihr hört es rasseln. Es ist wahrscheinlich ein weiteres Monster. Hier mal das Öl, das wollte ich auch haben. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts. Es kann auch sein, dass er irgendwie Kohlrabi gegen die Wand wirft oder irgendwelche Melonen aufmacht. Immer positiv denken. So, war ich denn hier schon überall gucken? Ich glaube schon. Machen wir uns auf den Weg zu diesem Horrorpart dieses Games. Den ihr wahrscheinlich nur in einer Slideshow betrachten werden könnt. Es fängt schon an. Das ist doch nicht normal. Ich meine, vorher war alles okay, wo wir gerade oben waren. Und jetzt? Jetzt sowas. Und jetzt, nachdem wir die Treppe runtergegangen sind, ist wieder alles okay. Ja, Freunde, ich weiß nicht, was ich hier unten soll. Das ist irgendwie so. Das siehst du nicht. Mäuschen, Mäuschen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das ist ja gar nichts. Das sind die neuen Sachen, glaube ich, von Justine oder so. Kann das sein? Und noch ein paar Zünderbuchsen. Und ich mache das Licht erstmal aus. Weil wir das ja auch eigentlich gar nicht brauchen. Da spricht wer? Wir holen dich da raus, Kumpel. Ich muss versuchen, dass ich da noch irgendwie hier vorbeikomme. Falls das Viech kommt. Ja, das war zu erwarten. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, weil ich nicht mehr so genau weiß, was hier passiert ist. Ich glaube, ich brauche erstmal Licht. Eine Wand aus Kisten.
Was war das denn jetzt? Freunde? Freunde? Ich glaube, ich muss mal weg. Oh! Oh! Oh. Hackebeil, Viech. Oh, Freundchen. Mach mal eine Abbiegung. Weg ist es schon mal, das ist doch schon gut. Freundchen, du kommst jetzt aber nicht hier hin. Nee, geh mal woanders lang. Ja, das Trottelige ist, ich weiß nicht, was ich da drin suchen soll. Ja. Oh, nee, nee. Freundchen, du sollst mal weggehen. Jetzt ist aber gut. Oh, wo ist hier die Tür? Wo ist denn hier die Tür? Da ist die Treppe. Du kannst hier gar nicht rein. Ich fliege gleich für. Gleich fliege ich wieder um. Ich weiß ja schon. Ach, Öl ist alle. Ich nehme mir mal Öl zugute. Er sieht mich doch gar nicht mehr. Könnte die Musik denn eventuell weggehen? Das wäre nett. Es ist jetzt so ein Kampf ums Überleben hier mit diesem Freundchen. Ich weiß gar nicht jetzt, wo es hier richtig lang geht. Das ist so wieder alles für den Arsch hier. Das geht doch gar nicht. Ich bin ja wieder voll am Abnippeln. Laudanum, Armschiene, das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Ich brauche hier diese anderen Dinger. Vernunfttranks, genau. Die brauche ich. Könnte ich eventuell so als Mäuschen hier so durchgehen? Oh nee. Da ist er wo. Ich sehe Rauch allemal. Nur Freunde, ich weiß echt nicht. An dem Ding kommt man ja eh nicht vorbei. Also frage ich mich, ist es jetzt hier eigentlich nur so gewollt, dass das Ding jetzt hier so hingeklatscht wurde oder nicht? Freundchen, ich hau ab. Ich gehe einfach weg. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, jetzt hier lang zu gehen. Ich werde einfach woanders hingehen. Ich glaube, dieser Raum ist einfach nur da, um uns zu ärgern mit irgendwelchen Rucklern und Ultra-Lags. Nein, Ultra-Rucklern. Eher Rucklern, ja. Es ist hier eher eine Slideshow, als dass wir hier auch vernünftig spielen können. Deswegen gehe ich jetzt einfach woanders lang. Wenn ich wüsste, wo lang. Ah ja, hier. Hier ging es lang. 28 Zünderbuchsen habe ich auch noch. 28! Jetzt 27. Was ist genug? Allemal. Was ist denn hier unsere überhaupt? Unsere müssen wir nochmal gegen Agrippa antreten. Ich glaube, irgendwie war das. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Nicht mehr so viel. Wir haben einen Dolch, sehe ich nämlich hier. Das ist mal was ganz Neues. A rusty dagger. Blade is somewhat dull. But still useful. Oh, der verschwimmt jetzt so mit seinem Köpplein. Oh, ich hab zu viel getrunken, Freunde. Oh, andersrum, muss vorwärts gehen. Ja, wo gehe ich denn lang? Da war ich gerade drin, ich gehe mal hier lang. Der ist vor komplett jetzt hier. Boah, es ist ja hier wie so ein. Ui. Na ja, gut, ich gehe mal hier lang. Was gab es denn hier überhaupt? Ich kann mich gar nicht mal dran erinnern. Was hatten wir denn hier? Nichts als Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Getränke. Hier war auch nichts Wichtiges. Ein Bildchen von Agrippa war das, glaube ich. Ist das sein Bildchen? Das kann sein. Das kann auch ein riesiges Bildchen. Na gut, wo ging's hier denn hier lang? Hier ging's in the library. Locked, I need to find a key. Und deswegen bin ich dann in den Keller gegangen. Weil sich ja normalerweise Keys in meinem Keller befinden. Nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ich gehe die Treppen hoch, aber falls da auch nichts sein sollte, falls da jetzt auch alles abgeschlossen ist, dann muss ich wohl doch noch in den Keller. Aber dann mache ich das auf eigene Tour. Ich kann euch diese Ultra-Ruckler nicht antun. Master Bedroom. Und hier geht's tatsächlich rein. Das ist doch mal nett.
Bedroom. Schlafzimmer des Meisters. Was wollen wir eigentlich in fremden Schlafzimmern? Bedroom. Es müsste also eigentlich nur ein Raum sein, ja? Ach, es ist auch nur ein Raum. Das geht doch total. Kamin ist nichts. Schon ein geiles Versteck, ja? Da wissen wir schon mal, wo lang. Was gibt's denn noch so? Ah, ein Zettelchen. Jetzt weiß ich jedenfalls nicht mehr, was hier passiert. Jetzt ist es auch endlich wieder komplett abgelehnt. Aha! Library Key. Freunde, die haben uns echt verarscht mit diesem Kellerraum da unten. Da muss ich gar nicht lang. Ist das nicht böse? Ist das nicht sowas von böse? Der Raum wurde extra nur angefertigt, um uns verrückt zu machen. Was haben wir denn hier? Helen's last words, my dearest Alexander. Was ist denn das jetzt für eine schwule Musik hier? My dearest Alexander, I cannot wait any longer. My soul is empty. My heart weeps every day, and the pain is simply too much to bear. I cannot live without you. It has been so long. I don't think you're coming back. Was it something I did or said? Did you not love me? These questions burn in my mind constantly and make me feel guilty. You always had such curiosity. It's part of what makes me love you so much. Searching for knowledge not yet found by humanity. Inventing machines unlike any other in the world. Did you love the unknown more than me? It feels like it. You left me here to seek out your discoveries. With no way to contact you. What if you were wrong? What if? No. I don't want to think about it. I cannot live with the pain any longer. I love you, Alexander. And if you are still alive somewhere, I will be waiting in the afterlife. With this note, I bid the world farewell. Goodbye, Helen. Oh, Musik! Jetzt hör nicht auf. Jetzt kriege ich ja gleich noch die Tränen hin. Jetzt bin ich noch am Weinen. Alexanders letztes Hemd. Dun, 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 dun. Langsam fällt mir es auch noch an zu gefallen. Ach nee, es ist doch auch noch mehr Händen. Wie kann man so viele Hemden überhaupt anziehen? Ja, komm. Noch mehr Hemden. Das ist mir nicht geheuer. Das ist mir sowas von gar nicht geheuer. Ein Hemd. Huh, einmal ein Raum, wo überhaupt nichts passiert. Das ist auch schön, muss ich ehrlich sagen. Einfach nur ein Abschiedsraum. Helen, die Geliebte von Alexander, hat sich umgebracht. Diese Traurigkeiten, die sind nicht auszuhalten. Och nee, lass doch die Musik. Wir gehen mal gleich gegenüber ins nächste Zimmer dort oben hin. Vielleicht gibt's dort irgendwas. Hier geht's gar nicht erst lang. Dann halt nicht. Gucken, was es hier so gibt. Guest Room. Ein Memento hat er sich aufgeschrieben, oder was auch immer. The door upstairs in the vault is locked too. This is getting annoying. Oh. Ja, dann gehen wir erstmal in die Library. Ich kann ja auch laufen. Was bin ich denn für einer? Ich bin ja voll weg heute. Die ganze Zeit hier nur am Rumgehen. Ja, so ist das, wenn man noch andere Spiele spielt, wo man nicht laufen kann. Ja, dann macht es schon einen verwirrten Eindruck. Library, wir kommen mit dem Schlüssel in der Hand. Freundchen, wir sind da. Aber liebe Freunde, erst beim nächsten Mal. Jupp, ich mache jetzt hier einen Schnitt und dann...
Wir sehen uns dann im nächsten Part.